Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Wir sehen immer noch im Wald. Und es geht weiter mit Düngen. Düngen müsste eigentlich bald fertig sein. Müsste bald die Meldung kommen im Crossplay, dass es fertig ist. Und dann geht er sofort los mit Unkraftbekämpfung. Ja, da frutzt sich Wetter gerade. Ich will mal kontrollieren. Kontrollieren, was der macht. Ist ja fast fertig normalerweise. Entlassen wir Quatsch. Warum fällt er den Kurs jetzt so ab? Ja, der ist fertig. Warum war der so komisch? Na ja, gut. Fertig. Dann können wir ihm auch freistellen. Jetzt fahren wir zurück. Und werden dafür sorgen, dass jetzt das Unkraut bekämpft wird. Das wuchert ja richtig. Und das wollen wir nicht. Stellen wir hier mal rein. So. Und beides löschen. Das Ding ist eigentlich leer. Den werden wir gleich mal voll machen. So, dann hier geht los, ne? Schauen wir gleich nach, was wir reparieren können. Hier ist warm. Kommt wieder der Sommer. Der ist noch okay. Und welche Gewichte? 2 Mal reichen. Wir haben ja einen Kurs eingestellt fürs Vollmachen. Das heißt, hier müssen wir es berechnen.
zwar zwei Runden. Ja. So. Speichern wir auch nicht. So, jetzt geht noch ein Kurs dazu. Ah, wir speichern doch. So, dazu. Überführung, Feld 12, hoch, zu. Also ich möchte auf keinen Fall nicht, dass wir im Prinzip mittendrin aufhören müssen, warum auch immer, und dann nachher wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Leute, ich sehe, was da hinten ist, das Feld reif. Das heißt, wir machen jetzt Ernteeinsatz. Laut Berechnung eine halbe Stunde. Stimmt so nicht, weil er ja noch überführen und fahren muss. Das heißt, wir müssen jetzt ernten. Auf gut Deutsch, wir brauchen jetzt den Mähdrescher. Ideal. Da haben wir ihn. Alles vorbereitet, gewaschen und vollgetankt. Na gut, vollgetankt ist er nicht. Aber das wird reichen. Dann fahren wir jetzt rüber und die Frage ist nur, ob wir noch einen zweiten dazu mieten werden. Oder wir werden einen zweiten verkaufen. Weil einer reicht ja nicht, ne? Brauche ja Ewigkeiten dafür. Krass. Aber nächsten Mal, wenn ich da aussehe, dann ist da die Ecke nur der Rest Gras und der Rest ist nämlich irgendwelche Feldfrucht. Weil die Ecken mal nacharbeiten und bei mir muss man nacharbeiten, muss ja nicht sein. Die machen das schön rund, dass es gut läuft und dann geht das schon alleine. Jetzt fahren wir ganz schnell zum Feld 60 und starten die Ernte. Ich überlege auch, ob wir den Feld näher verkaufen und ein anderes Feld kaufen, was ein dichter ist. Hier links das Feld, wer bin dichter. Aber mal sehen. Werden wir mal ernten. Ernteeinsatz, Junge, Ernteeinsatz. Übrigens, wir haben einen Wagen, der ein Wagen. Den müssen wir etwas abseits wegstellen. Und steht da im Weg. So. Und da wäre die Überlegung eigentlich auf den nicht zu nehmen, sondern wir kaufen uns einen großen. Klar ist nicht. Ideal, den nehmen wir dazu. Konfigurieren. Hauptfarbe nehmen wir mal wieder rot, Felgenfarbe rötlich,
Designfarbe. Wo sieht jetzt das? Ach so, ja, das ist scheiße. Das sieht nie aus. Designfarbe ist nicht so schön. Nehmen wir Grau, ist empfindlich und passt zum anderen Farbton. Trellerwork, Bandenaufwerk ist okay. Motorausführung. Ja. Kaufen. So, also mal schauen, ob ein gescheites Standcheck bekommen. Und zwar. Wo haben wir es? Ich möchte ja eins haben, was im Prinzip auch das ist, war aber kein 12 Meter. 12 Meter ist mir zu klein. Mod 13 Meter, 10 km/h. Konfigurieren. Rot passt schon mal. Felgenfarbe nehmen wir auch rot. Im Grunde egal. Standard. MF. Fendt. Das haben wir ein Fendt-Schneidwerk, genau. Und noch ein. Dann können wir den verkaufen. Den verkaufen wir erst, wenn wir den anderen wissen, dass das auch läuft. So. Ja, wir können aber nur einen mitnehmen. Vorne anhängen ist etwas ungünstig, ne? Zu breit für die Straße. Aber egal. Da hätten wir einen schwarzen kaufen müssen. Hätten Garage. Werden wir auch machen. Weil mir so, wenn nämlich dann nehmen wir einen schwarzen. Seiner Farbe. Nehmen wir auch schwarz. Fan passt. Ja, was sagst du? Dann haben wir einen schwarzen und einen roten. Und gerade den, den ich da hatte, halt verkauft. Deswegen ist es ganz gut, dass wir gleich gemacht haben. Sonst hätten wir das Problem gehabt. Angekommen. Oh, verkaufte Verkehrte. Was man nicht immer erkennen kann beim Verkauf, wo es gerade ist. Weil man das zeigt dann. Das haben wir uns nun gespart. Jetzt geht er schnell zum unseren. Ja, ich glaube Gerste. Gerste Feld. Könnte auch Weizen sein. Ist aber im Grunde egal. Muss getroffen werden. Wie werden wir das Tempo rausnehmen? Normalzeit gehen. Dass wir die Ernte auch am Tage schaffen, im Hellen. Sieht ja noch was aus, ne? Schön rot gefärbt.
Hätte auch blau nehmen können, aber blau ist dunkel. Da ist er was, ne? Tute, tut, tut. Warnleuchte anmachen. Kaffee trinken, bevor er richtig kalt wird. Schöne Geld weg. Wollen sie durch Holz machen verdient haben. Ein paar Bäume sind noch. Wenn hier Crossplay klappt, dann läuft die Ernte wie von alleine. Aber wir werden eher Strohballen pressen und den Stroh als Ballen verkaufen. Geht schneller. Oder wir lassen das für den Ladewagen fahren. Aber das dauert, weil der man gleich verkaufen muss. Beste Thema sind das Rot, Gelb. Zu warm hier. Und das Kaffee alle. Mal sehen, wie wir einen Kombikurs hinkriegen. Hab's noch nie gemacht. Bei einem Verband fahren. Na, mal schauen. Meine dritte Folge heute. Sonntags. Versuche heute alle 7 aufzunehmen. Die dann praktisch ab Samstag laufen. Heute wird schon Montag. Warm. Klimaanlage aktivieren bald wieder. Wenn ich hinstellen soll. So. Fenster ausreißen. Das Problem ist, ich habe hier nachher der Sonne. Ich kann, naja, könnte schon. Aber dann wäre es total extrem warm. Fenster aufmachen, macht keinen Sinn. Draußen ist wärmer wie hier. Draußen jetzt aktuell knapp 26 Grad. Das Thermometer hängt aber vorne, wo die Luft weht. Das heißt, direkt hier am Fenster ist noch wärmer. So, jetzt haben wir einen da. Könnten wir anfangen, bringt aber nichts. Weil das schaffen wir gar nicht. Weil wir müssen auch abfahren. So, schnell rüberlaufen. Zum zweiten. Zum schwarzen. Und jetzt geht das los. Wir holen mal schwarze Steinwerk. Gedanklich war ja gewesen, dass einer vorne anhängt, einer hinten, aber vorne mit 13 Metern in der Breite, das wird hier nichts. Ist unmöglich zu fahren. Deswegen werden wir jetzt gleich noch einen holen. Schneid weg und dann nachher können wir die Folge beenden. Obwohl, die Zeit ist um. Dann sag ich mal Tschüss und Winkel Winkel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Und auf ein Wiedersehen. Dann sage ich Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.